Heute wollen wir uns mit der Cardi-Version mit Hilfe des Korpus 3T beschäftigen. Andi, hol uns doch nochmal ganz kurz ab. Was ist überhaupt so eine Cardi-Version und wann machen wir die? Ziel der Cardi-Version ist das Terminieren von Tachykardien-Herzrhythmusstörungen, völlig unabhängig davon, ob sie aus dem Vorhof oder der Kammer kommen. Das Ganze funktioniert wie bei einer Defibrillation, mit dem einzigen Unterschied, dass in diesem Fall der Stromimpuls auf die Erdzacken synchronisiert abgegeben wird. Damit verhindert man quasi die Abgabe des Stroms in die vulnerable Phase des Herzens. Verena, magst du uns ganz kurz sagen, was brauchen wir denn an Equipment für die Cardioversion? Neben dem Corpus 3T brauche ich natürlich auch Zubehör, um den Schock abzugeben. Hierfür kann ich die Corpatch-Elektroden nutzen, aber auch die Hardpedals oder Schocklöffel, je nachdem, was ich gerade zur Verfügung habe. Ein Monitor-EKG ist nicht zwingend notwendig, um eine Cardioversion durchzuführen, ist allerdings in den meisten Fällen schon im Vorfeld beim Patienten angelegt. Dann würde ich vorschlagen, schauen wir uns das Ganze in der Praxis an. Für die Cardioversion wechsle ich in den manuellen Therapiemodus. Jetzt kann ich durch Drücken der Taste Sync die Synchronisation der Erdzacke auswählen. Wir stellen jetzt die Kardioversionsenergie ein. Hier exemplarisch 120 Joule für die Notfall-Kardioversion. Durch Tastendruck auf Laden wird die Energie bereitgestellt. Achtung, wir kardiovertieren den Patienten. Alle weg vom Patienten. Durch anhaltendes Drücken der Schocktaste kann die Energie abgegeben werden. Verena, magst du uns die wichtigsten Punkte der Cardioversion noch mal kurz zusammenfassen? Na klar. Die Cardioversion ist die elektrische Therapie, also die Therapie mit Strom, einer Tachykardienrhythmusstörung. Nach einer erfolgten Cardioversion sollte ich einmal kontrollieren, ob sich der Rhythmus entsprechend geändert hat und ich nach wie vor einen Puls beim Patienten habe. Ebenso empfiehlt es sich, jetzt ein diagnostisches EKG durchzuführen, also ein 12-Kanal-EKG oder ein ECG-Max, wo ich auch die Hinterwand und die rechte Seite des Herzens beurteilen kann. Wir hoffen, wir konnten euch auch diesmal wieder helfen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.